letzte Spielzeit vorgeführt habe als Premiere und in der Videoaufnahme Anfang der Spielzeit gemacht haben. Es ist ein sehr persönliches Stück mit so einem sehr studiert und komplex Vokabular. Kann man sagen, es ist die neue Form, das Ballett ohne Spitze und betritt vier Tänzer. Es ist irgendwie ein Mann und drei Frauen. Das ist ein Relationship zwischen diesen vier Leuten. Das hat ein bisschen ein Barbe Bleu, Blaubart, irgendwie Geschichte, aber in Hintergrund. Und dann kommt noch Sam im dritten Teil, Großes Haus. Das ist ein Stück, das wir im Dresden Oper Ballett gemacht haben in 98. Und der Semperoper hat das viermal Wiederaufnahme und mit verschiedenen ganz großen anderen Choreografen, also Forsyth und Dawson, Mats Beck, also richtig in große Programme reingesteckt. Und für Tanz im August haben wir das vor 3 Jahren gemacht. Und dann habe ich dann das Stück hier wiedergebracht für das kleine Haus vor 3 Jahren und war zufrieden, aber eigentlich ist es ein Stück, die braucht ein großes Haus. Und weil wir haben diese Rüstung, natürlich die runter und hoch fahren. Und es muss auf die große Bühne sein und das ist sozusagen ein Stück, die im Repertoire ist. Das ist auch das Stück, die die Tür aufgemacht haben, als Ballettdirektor von Ballett Mainz. Das ist das Stück, das der Intendant in dieser Oper gesehen hat und danach würden alles dann es wird alles passiert, dass ich hierher gekommen bin und habe mit dem Dank geredet und bin ich Ballettdirektor geworden. Das ist meine Schlüssel. Schatz, ehrlich. Ja, genau, sozusagen. Und dann in kleines Haus habe ich eigentlich der Abend für Evergreen von Fernando Magadam einfach diesen Freiraum gelassen, dass der Abend mit diesem Stück anfangen. Und zwei upcoming choreographers, Marco Blasquez und Martinson und Segovia. Ich dachte, das hat besser einen modernen Look mehr. Und trotzdem 3 Tage im Abend, 4 Stücke, 2 Pausen. Und die letzte Stück ist Tears. Tears ist ein Stück, die die erste Premiere der Spielzeit war. Und war natürlich ein Stück gedacht, nach meiner ganzen Koma und Operation, hat ein klein bisschen ein